Die Corona-Krise stellt sicherlich nicht das Ende der Globalisierung dar. Sie ist aber ganz klar ein Dämpfer für die Globalisierung, ein wichtiger Rückschritt, so wie es ihn wahrscheinlich bisher noch nie gegeben hat. Auch innerhalb von Gesellschaften gibt es natürlich Eliten, die sehr stark von der Globalisierung auch profitieren und weite Teile der Gesellschaft, die kaum davon betroffen sind oder eben auch die Verlierer der Globalisierung sind. Und ich finde, eine mögliche Auswirkung der Corona-Krise wird sein, dass diese Ungleichheiten, die durch die unterschiedliche Einbindung in die Globalisierung auch entstanden sind, weiter verschärft werden könnten. Dass durch die Wirtschaftskrise, die angefangen hat und noch kommen wird, es zu einer Verschärfung dieser Ungleichheiten und Schwierigkeiten geben wird. Eigentlich ist es so, dass wir schon ziemlich lange über eine Krise dieser liberalen Weltordnung sprechen, die eben sehr stark auf Liberalismus in Politik und Wirtschaft setzt und auf Multilateralismus, also Kooperationen in internationalen Organisationen. Die Corona-Krise wird aber sehr wahrscheinlich und ist dabei, diese Krise zu verschärfen, der liberalen internationalen Ordnung. Und eine besondere Rolle spielt eben die Tatsache dabei, dass die USA sich immer mehr und immer expliziter aus der Führungsrolle verabschieden, die sie bisher innehatten. Ob die chinesische Regierung bereit sein wird, diese Führungsrolle einzunehmen, das ist sehr fraglich, weil diese Führungsrolle geht natürlich auch mit sehr hohen Kosten einher. Es geht um die Bereitstellung globaler öffentlicher Güter und da ist eben gab es bisher noch keine so eindeutigen Signale von Seiten der chinesischen Regierung, dass sie bereit ist, diese globale Führungsrolle auch zu übernehmen und ein ganz konkretes Gegenmodell zu entwerfen. Die Regierung hat sehr strikte Ausgangssperren verhängt, jetzt schon seit mehreren Wochen. Die Folge ist, dass die Wirtschaft lahm liegt. Und es gab auch Millionen von Wanderarbeitern, die eben in den Städten prekär beschäftigt sind, die plötzlich ihre Miete nicht mehr zahlen konnten und sich auf den Weg zurück in ihre Dörfer gemacht haben und jetzt natürlich von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Und in einem Land wie Indien ist das ein riesiges Problem. Allein schon unter normalen Bedingungen muss die Regierung, um die Millionen Menschen aufzufangen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, die ganzen jungen Menschen, müsste die indische Regierung 1 Million Jobs im Monat schaffen. Das ohne die Krise. Und das ist schon bei Wachstumsraten von 7-8%, wie wir sie in den letzten Jahren hatten, extrem schwierig gewesen. Das heißt, jetzt bei dieser Wirtschaftskrise, bei der wachsenden Arbeitslosigkeit steht die Regierung natürlich vor ganz neuen Herausforderungen. Und diese Krise hat natürlich das Potenzial, den Aufstieg dieser sogenannten aufstrebenden Mächte auf ganz dramatische Weise zu bremsen. Wir haben in den vergangenen Jahren ganz klar eine Zunahme an Gipfeldiplomatie gesehen. Das heißt, Außenpolitik wird wirklich verstärkt auf Ebene der Staats- und Regierungschefs gemacht. Und das hat wichtige Auswirkungen, weil es Außenministerien und Diplomaten, die ja traditionell für die Pflege internationaler Beziehungen und für das Machen von Außenpolitik zuständig waren, immer mehr marginalisiert. Eine mögliche Nebenwirkung dieser ganzen Videokonferenzdiplomatie könnte tatsächlich sein, dass diese bisher marginalisierten Bürokratien vielleicht doch wieder an Bedeutung gewinnen und dass eben außenpolitische Apparate, Diplomaten, Außenministerien mit ihrer gemäßigteren Haltung eben wieder viel stärker in den außenpolitischen Prozess eingebunden werden könnten. Und das würde ich eigentlich auch als eine potenzielle, vielleicht positive Folge der ganzen Digitalisierung von Treffen und Interaktionen werten. Es könnte sein, dass die Krise sich auf der einen Seite so auswirken wird, dass eben Wissenschaft, Expertise ernster genommen wird und jene Populisten abgestraft werden bei der nächsten Wahl, die Krise so schlecht gemanagt haben. Gleichzeitig ist es so, das ist die andere Seite der Geschichte, dass die Wirtschaftskrise,
die ja nun kommen wird, natürlich zu schwerwiegenden Folgen innerhalb von Gesellschaften weltweit führen wird und dass dies natürlich zu großer Unzufriedenheit führen wird. Und das ist natürlich die perfekte Bedingung für Populisten, eben zu mobilisieren gegen die Eliten, die gegen den Willen des wahren Volkes die Krise vielleicht falsch gemanagt haben, die Wirtschaft vernachlässigt haben zugunsten der Gesundheit und so weiter. Das heißt, es könnte durchaus passieren, dass nach der Krise oder im Zuge der Wirtschaftskrise neue Populisten an die Macht kommen, vielleicht andere Populisten als bisher, aber dass eben diese Krise zu einem Aufschwung des Populismus führen wird.